Südkorea hat gerade angekündigt, in Zukunft wissenschaftlichen Walfang betreiben zu wollen. Das ist zutiefst enttäuschend und ist ganz klar ein Schritt zurück in der Entwicklung der Internationalen Walfangkommission. Es ist auch ein Affront gegenüber den Mitgliedern hier, denn sie haben mehrmals wurde wissenschaftlicher Walfang generell verurteilt. Wissenschaftler ist es fast wie ein Schlag ins Gesicht, eine Aktivität wie Walfang als Wissenschaft zu bezeichnen. Denn dies ist nichts anderes als kommerzieller Walfang, der hier sozusagen verschleiert wird.